Meine Damen und Herren, wir brechen heute zum ersten Mal mit unserem Grundsatz, nur Einzelpersonen als Talkshow-Gäste einzuladen. Wir mussten es tun, ganz einfach deshalb, weil Sie beide nur als Paar ein Begriff sind. Rolf und Renate Assenau. Dazu gleich eine Frage. Fällt es Ihnen nicht auf die Nerven, dass Sie für die Umwelt nur als Paar existieren? Immer zusammen, ein Symbol der Harmonie, bis in die Kleidung. Keiner ohne den anderen denkbar. Ist es nicht deprimierend? Eigentlich nicht. Sie beide haben nach dem Gewinn der Europameisterschaft im Paartanz geheiratet und dann die Tanzschule Rolf und Renate Assenau gegründet. Welche Rolle spielte der Erfolgszwang bei dem Entschluss, auch privat ein Paar zu werden? Keine. Wir waren privat schon ein Paar, als ich noch aufs Abitur büffelte. Und ich ihm die Spickzettel schrieb. Ich war nämlich damals Schreibkraft. Sie haben Ihre Tanzschule in einer Zeit gegründet, als große Teile der Jugend jede Art von gesellschaftlicher Konvention, also auch das Tanzen nach bestimmten Regeln, Umgangsformen und so weiter, für reaktionär hielten und deshalb ablehnten. Wie erklären Sie sich trotzdem Ihren schnellen Erfolg? Ja, es gab offensichtlich immer genug Leute, die schlechte Manieren nicht unbedingt für ein Zeichen von Progressivität hielten. Haben Sie damals schon das vorausgesehen, was man heute Nostalgie nennt? Ja, es war eigentlich vorauszusehen, dass junge Leute das, was man damals Tanzen nannte, irgendeinmal satt haben würden. Ja, sie wollten sich wieder anfassen, fühlen, berühren beim Tanzen. Und das ging nur mit einem Minimum an Takt und Gemeinsamkeit. Sie meinen mit einem Maximum an Anpassungsfähigkeit. Zurück zu der Herr führt die Dame. Was hatten Sie dagegen, solange der Herr gut führt auf dem Parkett? Wir kommen jetzt zu unserer sogenannten Lügenbrücke. Sie kennen die Spielregeln unserer Show. Ich werde Ihnen eine Frage stellen zu einer hypothetischen Situation, die Sie bitte spontan beantworten. Und unsere Zuschauer im Studio werden darüber entscheiden, durch Abstimmung, ob Ihre Antwort ehrlich oder geschwindelt war. Also, zuerst zu Ihnen, Frau Assenau. Angenommen, Sie kommen dahinter, dass Ihr Mann eine Geliebte hat. Was wäre Ihre erste Reaktion? Eine Szene, stiller Kummer? Ja, Mord natürlich. Und wen würden Sie ermorden? Die Geliebte oder Ihren Mann? Sie meinen wen zuerst? Ist immer noch, dass sie nur drohen? Ich weiß nicht. Ich glaube eher, da hat ein dummer Junge nur Wild West gespielt. Nichts. Komm.
Wir machen eine kleine Pause. Für die Lustigen ist Kohle im Kühlschrank. War er es wieder? Das kann nicht so weitergehen. Ich halte das alles immer noch für den Einfall eines geldumsüchtigen Psychopathen. Die Polizei hat Erfahrung mit solchen Dingen. Ich nehme an, die können zumindest sagen, wie ernst das alles zu nehmen ist. Wenn ich sie erst mal eingeweiht habe, dann muss ich machen, was sie sagen. Und wenn es wirklich gefährlich ist, glaubst du, dass die mich beschützen können? Ich glaube auch nicht, dass in der Edstraße lauter Sherlock Holmes sitzen. Aber irgendjemand muss uns doch helfen. Herr Köster, Ihr Glühwein wird kalt. Ach, soll er doch. Das schmeckt mir sowieso nicht. Mensch. Das ist so ein schönes Wetter. Und ich sitze hier bei Glühwein. Und im Biergarten duften die Linden. Und das Helle zischt. Genau da muss ich jetzt hin, obwohl ich mit meiner Freundin verabredet bin. Wo muss sie hin? In den Biergarten, dienstlich. Treff mich da mit Herrn und Frau Assenau. Was? Assenau, die habe ich doch gestern im Fernsehen gesehen. Wieso triffst du dich mit denen dienstlich? Ja, die haben was auf dem Herzen, wollen aber nicht ins Präsidium kommen. Das klingt alles ein bisschen hysterisch. Sie fühlen sich bedroht, beobachtet. Der Vorschlag Biergarten stammt von Ihnen. Erzähl mal. Angeblich bekommt er seit 14 Tagen Morddrohungen telefonisch. Und heute Morgen wurde auf ihn geschossen, allerdings daneben. Was? Wo wollen Sie denn hin? Ach, das ist doch ein Verbrechen, am solchen Tag zu Hause zu sorgen. Weißt du was? Geh zu deiner Freundin. Ich mach das für dich im Biergarten mit den Assen aus. Der Platz ist belegt. Wir erwarten noch jemand. Ja, mich, Köster, Kriminalpolizei. Der junge Kollege, mit dem Sie telefoniert haben, der ist überlastet. Ein Bier bringen Sie. Sind Sie krank? Ach, ein bisschen erkältet. Das ist zu blöd, mitten im Sommer. Es waren also zwei Schüsse, Herr Assenau. Ja, natürlich zwei. Und Sie haben zu meinem Kollegen gesagt, Sie glauben, dass der Schütze absichtlich vorbeigeschossen hat. Warum glauben Sie das? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand auf diese Distanz nicht trifft, wenn er will. Auf welche Distanz? Also 30 Meter ungefähr. 30 Meter? Das haben Sie gehört? Ja, klar. Zu sehen war es natürlich nicht. Aber keinen Fall zu überhören. Jetzt zu diesen Anrufen. Es waren also insgesamt 6, haben Sie gesagt. Mal am Tag, mal mitten in der Nacht. Und immer, wenn Sie da waren. Hat er auch mal angerufen, als nur Ihre Frau da war? Nein, es gilt mir. Er ruft nur an, wenn ich da bin. Das heißt also, dass er Sie systematisch beobachtet? Ja, klar. Deshalb habe ich auch vorgeschlagen, dass wir uns hier... uns konspirativ treffen. Das ist eine gute Idee, ja? Zum Wohl, bitte. Danke. Sie vermuten also eher einen Gangster als einen Verrückten? Nach Gangster würde ich nicht unbedingt sagen. Profis stellen konkrete Forderungen. Er sagt, Stereotyp, machen Sie Ihren Laden dicht, verlassen Sie die Stadt, sonst leben Sie nicht mehr lange. Haben Sie berufliche Konkurrenten? Neider? Also, das ist absurd. Private Konkurrenz? Ja, Sie sind doch so ein Symbol für Harmonie, Glück, Erfolg. Vielleicht gibt es jemanden, den das provoziert, jemanden, der Sie hasst, weil Sie glücklich sind und er nicht. Also was passiert jetzt? Polizeischutz? Telefonüberwachung? Ja, wir werden also zunächst mal eine Fangschaltung machen und die eingehenden Gespräche mithören. Aber total beschützen kann die Polizei niemand. Unsere Mittel für Personenschutz in solchem Fall sind begrenzt. Aber da es vorläufig wenig Anhaltspunkte gibt, können wir natürlich auch nur wenig unternehmen. Na? Jetzt mal von da.
Haben Sie was festgestellt? Ach, nix. Schüsse hören sich von da und da genau gleich an. Bist du sicher, dass er dies Gebüsch gemeint hat? Gegenüber von dem Brunnen, hat er gesagt. Ach, zu unterscheiden ist da nichts. Nur John Wayne wüsste unter diesen akustischen Verhältnissen, aus welcher Richtung und Entfernung ein Schuss fällt. Und der weiß es auch nur, weil er das Drehbuch kennt. Das meinen Sie doch. Das ist komisch. Alles, was er erzählt, ist völlig abstrakt. Nur von wo aus geschossen wurde, das weiß er ganz präzis. Sehr präzis. Für einen Tanzlehrer. Das stört mich. Er bekommt anonyme Morddrohungen, es wird auf ihn geschossen, aber er hat keine Angst. Woher wissen Sie das? Siehst du, du sagst es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der anonym bedroht wird, auf den geschossen wird, keine Angstfantasien entwickelt, sogar Zwangsvorstellungen, wer ihn hassen könnte. Entweder er hat ein sehr gutes Gewissen oder er lügt. Ja. Herr Brenner, was gibt's Neues? So. Ja, wir fahren mal rüber. Haben Sie sonst was bemerkt im Lauf der Nacht? Dann schlafen Sie erst mal aus, ja? Ende. Fahren wir zu dem Reitstall rüber. Die Assenhaus sind dahin unterwegs. Ihre Pferdeliebe überwiegt anscheinend die Angst vor Attentätern. Guten Tag, nee, Frau. Guten Tag. Entschuldigung. Es wird aber schwer sein, Ihren Mann zu bewachen. Wir haben ja wenig Kriminalbeamte, die reiten können. Ihre Ironie ist ganz unangebracht, Herr Köster. Seit dem Gespräch mit Ihnen nimmt mein Mann die Sache nicht mehr ernst. Will ausreiten, als ob das gestern gar nicht passiert wäre. Entschuldigen Sie. Ich hoffe, Sie reiten wenigstens nicht zu zweit, sondern im Pulk. Ja, darum habe ich gebeten. Ist das eigentlich einer von Ihren Leuten, der da in diesem wahnsinnig unauffälligen VW bei uns am Hause schräg gegenüber hockt? Ja. Das merkt der Anrufer doch. Naja, es kann sein, aber vielleicht kriegt er dann einen gehörigen Schrecken und hört mit den Anrufen auf. Ist ein bisschen simpel, was? Ich weiß nicht. Ich habe mich heute um Ihr Haus herum umgesehen. Das ist doch unmöglich, das auf längere Zeit zu observieren, ohne dass sie es merkt. Ich frage mich, wie hat denn der Anrufer das geschafft? Ich hoffe, Sie werden es herausfinden. Sie entschuldigen mich. So. Hier ist die Namensliste für die Einladungen zum Sommerfest. Hast du was dagegen, wenn ich ein paar Schönheitskorrekturen mache? Habe ich etwas dagegen gehabt? Wer eingeladen wird und wer nicht? Bestimme ich. Willst du das sagen? Ich habe das nie so gesehen. Ich wollte dir nur diesen Kram abnehmen. Ja, ich bin ja auch dankbar. Tja, ich gehe noch auf einen Sprung ins Billardcafé. Fahr du schon nach Hause, wenn du fertig bist. Tschüss. Rolf! Ja? Pass auf dich auf. Passen Sie auf. Es läuft planmäßig. Wir tippen auf einen Spinner, der mit dem Quatsch aufhört, sobald er merkt, dass die Polizei im Spiel ist. Sie rufen noch einmal an. Heute Nacht. Ganz kurz. 12:30. Dann ist Funkstille. Mindestens für 4 Wochen. Dann schläft das ein. Die können unmöglich auf längere Zeit einen Mann bewachen, wenn es keine Hinweise gibt. Ich gebe ihnen dann Bescheid. Und dann, wie besprochen. Wie? Da gibt's nichts mehr zu überlegen. Bleiben Sie ganz ruhig.
Lassen Sie die Hand am Steuer. Das ist eine Pistole, Fratz, ne? Jetzt fahren Sie ganz ruhig weiter und drehen Sie sich nicht um. Gut so. Ich hatte gewusst, dass Sie eine kluge Frau sind. Woher kennen Sie mich? Was wollen Sie? Halten Sie da vorne in den Waldweg. Ich habe keine Lust, Ihnen dauernd die Pistole an die Stirn zu drücken. Wenn Sie vernünftig sind und sich nicht umdrehen, nehme ich Sie runter. Also, ich bin Ihr Mörder. Ich werde Sie erschießen in 4 Wochen, wenn es nach Ihrem Mann geht. Sie sind verrückt. Aber ich muss mir diesen Irrsinn ja wohl anhören. Sie müssen nicht. Ich habe mir nur gedacht, Sie leben vielleicht ganz gerne ein bisschen länger. Wir werden darüber sprechen können, aber es muss nicht sein. Also, Sie behaupten... Ich behaupte gar nichts. Ich bin der Mann, der die Anrufe macht. Ich habe auch die beiden Schüsse abgegeben. Gestern Morgen. Im Wörnbrunner Forst. Ich werde dafür bezahlt. Von Ihrem Mann. Eine tolle Geschichte. Und warum? Keine Ahnung. Ich weiß nur, wie es laufen soll. Morddrohungen, Schüsse. Es sieht so aus, als ob Ihr Mann bedroht würde. Die Polizei findet natürlich nicht den geringsten Hinweis. Ich soll noch einmal anrufen. Heute Nacht. 12:30. Dann ist Schluss. 4 Wochen lang. Die Polizei denkt, der ganze Zauber ist vorbei. Aber plötzlich schießt der Spinner wieder auf ihren Mann. Trifft aber sie. Aus. Ende. Ihr Mann spielt den Gebrochenen. Die Polizei schaut dumm aus der Wäsche, fahndet nach einem Irren, den es gar nicht gibt. Dem schlauen Herr Köster wird es auch nicht im Traum einfallen, auch nur theoretisch bei ihrem Mann nach einem Motiv zu suchen. Ganz schön clever ausgedacht. Hm? Was soll das? Warum wollen Sie mir das einreden? Sie rufen noch einmal an. Heute Nacht. Ganz kurz. 12:30. Dann ist Funkstille. Haben Sie die Stimme erkannt? Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Und dann, wie besprochen. Wie? Sie machen wirklich ernst? Sie wollen endgültig... Überlegen Sie sich das nochmal. Da gibt's nichts mehr zu überlegen. Und warum weinen Sie mich ein? Ich habe eine ziemlich karierte Vergangenheit, aber ich bin kein Killer. Ich habe Ihrem Mann eine Anzahlung abgeknöpft, weil ich gerade ziemlich im Druck war. 10.000 vorher, 10.000 nachher. Aber dann habe ich sie mir angeschaut. 8 Wochen lang habe ich sie beobachtet, einfach so. Was soll ich sagen? Ich bringe sie ungern um. Ich finde es schade um sie. Aber ich brauche die 20.000 Mark. Ihr Mann hat mir 10 gezahlt, damit ich sie umbringe. Wenn Sie mir 10 zahlen, damit ich es nicht tue, habe ich mein Geld und Sie leben. Und dass ich meinen Mann zur Rede stelle oder zur Polizei gehe, auf die Idee kommen Sie wohl nicht. Das werden Sie auch nicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Ihr Mann wird Sie für verrückt erklären. Die Polizei wird Sie belächeln. Frau Assenauer hört plötzlich im Auto eine Stimme, die eine tolle Geschichte erzählt. Aber mehr als die Stimme kann sie nicht beschreiben. Typische Zwangsvorstellung. Irgendein Polizeireporter wird Wind davon bekommen. Todsicher. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Überlegen Sie sehr gut, was Sie tun. Wir sehen uns wieder. Gehst du noch mit ins Bett? Nein. Was denn los? Ich weiß ganz genau, dass ich doch nicht schlafen kann. Ach, Schatz. Die Sache ist doch bald ausgestanden. Ich habe heute Abend noch mal mit Köster telefoniert. Der ist fast sicher, dass die Sache zwar lästig, aber harmlos ist. Was weiß denn der? Ein älterer Herr, kurz vor seiner Pensionierung, mit Grippe. Hm.
glaube, der hat recht mit seiner Theorie. Es gibt irgendeinen Neidhammel, der uns quälen will. Ja, weil er etwas gegen glückliche Menschen hat. Sind wir denn glücklich? Ja, mehr oder weniger. Ich meine, gemessen an der Zeit, die wir schon zusammen sind. Mein Gott, das müssen doch schon... Aha, das müssen doch schon so 20 Jahre sein, wie? Es sind 20 Jahre. Ja, 20 Jahre. Seit du Morddrohungen bekommst, denke ich manchmal darüber nach, wie das wäre ohne dich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Kannst du dir vorstellen, dass ich plötzlich weg wäre? Irgendwie einfach weg. Autounfall oder so. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich wäre ja nichts ohne dich. Ja, war ja immer so. Tja, vielleicht bin ich zu abhängig von dir. Aber ist ja wohl zu spät, das zu ändern. So spät noch. Arsenal? Hören Sie zu. Wenn Sie irgendetwas wollen, ich meine Geld oder so, so sagen Sie es doch. Hören Sie. Hallo. Hallo. Ich war drauf und dran wegzufahren. Irgendwie weit weg. Aber das wäre falsch. Wir stehen das durch, gemeinsam. Idee, schwimmen zu gehen. Ich kenne sie im Abendkleid, in Reithosen und jetzt im Badeanzug. Gehört das zum Thema? Für mich schon. Ich stelle mir gerade vor, was das für ein Gefühl sein muss, in so einen Körper ein paar Kugeln zu jagen. Das ist nicht gerade mein Fall. Mir fällt zu ihrem Körper was ganz anderes ein. Für einen Killer sind Sie etwas sehr fantasievoll. Bin ich Ihr erster Fall? Jeder fängt mal an. 20.000 ist ein Einführungspreis. Wie steht's? Übernehmen Sie 10? Sie sind aber sehr bescheiden, wenn man es realistisch betrachtet. Sie schenken mir das Leben für 10.000 Mark. Ich nehme auch mehr. Wie ist mein Mann auf Sie gekommen? Wir haben uns kennengelernt in einer Sorte von Lokal, wo Männer ihre Frauen gewöhnlich nicht mitnehmen. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, was er sucht, und er hat ziemlich schnell begriffen, dass ich es tue. Nur, dass sie mir gefallen. Damit hat er natürlich nicht gerechnet. Ich möchte Ihr Gesicht sehen.
So jung sind Sie. Das täuscht. Ich bin Spätentwickler, äußerlich. Aber nur äußerlich. Komisch. Früher haben mich junge Männer immer gelangweilt. Also wann bringst du mich um? Nächsten Freitag, nach dem Sommerfest. Ein glänzend inszeniertes Stück. Alles verstehe ich nicht an seinem Plan. Ich meine, euer Geschäft lebt doch von euch beiden. Er ruiniert es doch, wenn er dich beseitigt. Er hat gut vorgesorgt. Er wollte in eine ganz andere Branche einsteigen, mit meinem Geld. Pornoshop-Kette. Schmuddelig, aber einträglich. Er wäre reich geworden. Jetzt werde eben ich reich. Tolles Gefühl. Derjenige, auf den ich nicht schieße, der wird reich. Unsere Trainer. Meine Damen und Herren, die Studiouhr zeigt eine Minute vor 3 Uhr. Nach den Kurznachrichten bringen wir wieder Musik. Zufrieden? Sehr. Es war das schönste Sommerfest bisher. Dann ist ja gut. Höchste Zeit, dass wir nach Hause kommen. Wird bald hell. Rolf? Ja. Ich will dir nur sagen. Na? Die ersten Jahre, als wir noch gar nichts waren. Du mit 1000 gescheiterten Plänen. Und ich eine Tipse. Die waren schön. Die werde ich nie vergessen. Ich auch nicht. Was ist denn? Hast du die Schlüssel? Nein. Verstehe ich nicht. Zu dumm. Es ist wirklich zu dumm, Rolf. Aber es war deine Idee. Was machen Sie denn? Sind Sie verrückt? Bernhard, Sie haben
umdisponiert. Hilfe! 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 Haben Sie noch Fragen? Ja, sicher, aber das hat Zeit. Wollen Sie nicht ein paar Stunden schlafen? Wir fahren Sie nach Hause. Vielen Dank für Ihre Fürsorge. Hätten Sie das vorher etwas ernster genommen, dann... säßen wir jetzt nicht hier. Alles das, was Sie erzählt haben, die Schüsse, die niemand gehört hat, trotz der vielen Fenster im Hof, also vermutlich schallgedämpfte Pistole, das lässt alles auf einen professionellen Täter schließen. An Ihren Spinner glauben Sie also jetzt nicht mehr? Ich habe im Grunde nicht einmal an einen Spinner geglaubt. Ich hatte das Gefühl, die ganze Geschichte ist Theater. Theater? Ja. Ich hatte den Eindruck, dass Ihr Mann die Bedrohung erfindet. Das ist doch Unsinn. Warum sollte er? Vernebelung, verstehen Sie? Ich habe mal einen Mann überführt, der hat sich selbst erpresst, um seiner Frau das Abhandenkommen größerer Geldsummen zu erklären. Aber das ändert nichts daran, dass ich mir jetzt ziemlich schlecht vorkomme. Ich habe ihm nicht geglaubt. Jetzt ist er tot. Wir müssen vor allen Dingen prüfen, ob es jemand gibt, dem sein Tod materielle Vorteile bringt. Oder jemand, der sich von ihm bedroht fühlt. Rolf hatte Kontakte zu gewissen Unternehmungen im Kölner und Düsseldorfer Lachtleben. Wird das von mir geheim gehalten? Wenn man es weniger vornehm ausdrückt, würde man sagen, er hat Bücher gefälscht. Wollen wir das nicht morgen besprechen? Ich hole Ihnen Zigaretten. Brieftasche, überhaupt keine Papiere. Aber der Getränkekellner sagt aus, dass Assenau ihm zum Schluss, so 20 vor drei, aus der Brieftasche einen 50-Markschein als Trinkgeld gegeben hat. Besorg doch mal ein paar Zigaretten für Frau Assenau. Filter. Der Junge bleibt dabei. Er war auf der Toilette unmittelbar, bevor Frau Assenau im Hof geschrien hat. Aber die Schüsse hat er nicht gehört. Nein. Heinz, komm doch bitte mal her. Pass auf, Heinz, noch mal ganz genau. Also, du bist aufgewacht, weil du aufs Klo musstest. Nicht durch irgendein Geräusch im Hof? Nein, ich war vielleicht eine Minute wach, bevor ich rausgegangen bin. Sag mal, Heinz, dein Zimmer geht auf den Hof. Und das Klo auch. Ja, aber er hat erst im Klo Licht gemacht. Mach ich immer so. Ich gehe doch immer im Blindflug pinkeln. Dankeschön, Heinz. Das war vielleicht ganz wichtig. Die Schüsse müssen also gefallen sein, als er noch fest schlief. Sie hat also nicht geschrien, als die Schüsse fielen. Sie hat über eine Minute gewartet und erst dann geschrien. Warum? Schock? Das ist nicht die Frau, die einen Schock bekommt. Sie hat in der Talkshow gesagt, sie wird ihn umbringen, wenn... Das war natürlich Spaß, aber ich möchte das noch mal sehen. Rufen Sie doch mal das Fernsehen an, die haben das hoffentlich aufgezeichnet. Die Zigaretten kommen gleich. Ach, es wimmelt da unten von Nachbarn, die alle bedeutsame Beobachtungen gemacht haben wollen. Wie war das noch? Sie haben geschrien und dann ging das Licht im Fenster im Hof an, ja? Ich glaube, ja. Der Täter rannte dann auf die Straße. Wie nah kam er an Ihrem Mann vorbei? So, die Zigaretten. Ich habe es Ihnen doch gezeigt, da unten. Er hat einen Bogen um ihn herum gemacht. Es ist alles sehr schnell gegangen. So schnell als unmöglich noch die Brieftasche Ihres Mannes hätte mitnehmen können, sonst hätten Sie es ja gemerkt, nicht? Ich weiß nicht. Kann ich jetzt gehen? Aber selbstverständlich.
Das mit der Brieftasche darf Sie nicht quälen. Vielleicht hat er sie im Büro liegen lassen oder Sie finden sie zu Hause. Kann sein. Fahren Sie mal aus noch bitte nach Hause, ja? Ich werde Ihnen eine Frage stellen zu einer hypothetischen Situation, die Sie bitte spontan beantworten. Und unsere Zuschauer im Studio werden darüber entscheiden, ob Ihre Antwort... Wir schauen uns hier dieses Zeug an und die Ergebnisse der Spurensicherung, die Laborresultate. Zuerst zu Ihnen. Das alles interessiert Sie wohl gar nicht. Natürlich interessiert mich Kaliberbestimmung, Einschusskanal und so weiter und so weiter. Aber das ist doch noch was anderes. Seht doch da was. Das hat doch was mit Menschen zu tun. Seht da was von Blicken, von verborgenen Gefühlen. Angenommen, Sie kommen dahinter, dass Ihr Mann eine Geliebte hat. Was wäre Ihre erste Reaktion? Eine Szene, stiller Kummer? Ja, Mord natürlich. Da, dieser Mann neben dem blonden Mädchen, der nie lacht. Und wen würden Gehen wir mal zum Mats, wie heißt es? Mats? Magnetaufzeichnung. Ich möchte von allen Einstellungen, wo der drin ist, Fotos haben. Und dann die zuständige Abteilung. Die müssen noch eine Liste von den Zuschauern haben. Da kann doch nicht einfach jeder reinlaufen. Ja. Wollen Sie noch etwas sehen? Nein, danke schön, das genügt. Na also, da ist er ja. Bernhard Michael, 4.7.48, mehrfacher Scheckbetrug, Hochstapelei, Wettschwindel, eine verkrachte Existenz, fällt immer wieder auf die Schnauze. Ja, das Übliche. Darf ich das mal alles mitnehmen, die anderen auch? Bringen Sie ihn gleich wieder zurück, ja? Der Mann im Publikum heißt Bernhard, Michael Bernhard. Ja, das weiß ich inzwischen auch, aber wie kommt der auf die Einladungsliste vom Sender? Durch Rolf Assenau. Ach, guck mal einer an. Oh, entschuldigen Sie bitte. Wenn ich jemand ungern warten lasse, dann sind Sie es. Bitte nehmen Sie doch hier Platz, ja? Einen Moment bitte. Haben Sie schon etwas Greifbares? Ja, wir gehen diesen Geschäften Ihres Mannes im Rheinland nach, aber ich verspreche mir nicht viel davon. Da ist nirgendwo ein Motiv für Mord. Miese Geschäfte. Oh, miese Geschäfte. Aber nichts Ungesetzliches. Ihr Mann hat nur Sie hintergangen, sonst niemand. Hier, da ist sie. Ach, war sie doch zu Hause? Nein, ich habe sie an mich genommen. Ich hatte Angst, dass in der Brieftasche Fotos wären von Damen, die Rolf... Ich dachte, wenn das womöglich in der Presse... Aber es waren keine drin. Das erklärt vieles. Grüß Gott. Grüß Gott. Sagen Sie, kommt Ihnen einer von denen irgendwie bekannt vor? Nein. Nein? Auch der nicht? Nein. Ach, komisch. Ich habe geglaubt, er kennt Sie. Ist möglich. Seit die Tanzschule Assenau besteht, sind zahllose Männer jeder Altersklassen sozusagen durch meine Hände gegangen. Wie kommen Sie gerade auf den? Das ist ein reiner Zufall. Der saß in der Talkshow und hatte Sie unentwegt so angestarrt. Ja, das kommt vor. Der kannte Ihren Mann. Was besagt das? Nichts. Wenn man davon absieht, dass der Mann mehrfach vorbestraft ist, ein Gewohnheitsschwindler. Ich frage mich nur, worin die Verbindung zwischen Ihrem Mann und einem kleinen Kriminellen bestanden haben könnte. Das frage ich mich auch, aber ich weiß es nicht. Ja, vielleicht fällt Ihnen noch was ein. Ich fürchte, ich habe nicht halb so viel Fantasie wie Sie, Herr Köster. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Die ist ja wirklich klasse. Ich wette, die kennt den Bernhard. So, jetzt nimmst du mal die Brieftasche und legst sie rauf ins Labor, aber vorsichtig. Fingerabdrücke? Ja, was denkst denn du, Bakterien? Ja, aber wenn sie wirklich der Täter hatte, um irgendwas rauszunehmen und Frau Assenau bekam sie dann von Na ihm was? Zurück... Glaubst du, dass ich da Fingerabdrücke vom Täter erwarte? Ja, aber dann bräuchten wir doch Ihre Fingerabdrücke zum Vergleich. Du bist ein schlauer Junge. Da sind sie drauf. Am rechten unteren Bildrand. Hör auf.
ich mag dich, aber ich bin aus dem Alter heraus, wo man so auf die Schnelle hier im Wagen oder im Wald... Wie alt du bist, ist mir völlig egal. Du bist meine erste richtige Frau. Und ich trage dich jetzt in die Büsche. Aber ich mag Büsche nicht. Lass uns wegfahren. Das ist ausgeschlossen. Köster wartet doch nur auf sowas. Er wartet doch nur darauf. Na und? Was hat er in der Hand? Er kann aus Null sehr viel machen. Du musst das Tonband vernichten. Nein. Das ist mein Talisman. Mein Pfand. Ich denke dauernd an dich. Ich träume von dir. Von deiner Haut. Und wenn wir uns treffen, dann spüre ich keine Haut, sondern Textilien. Ist nicht ganz dein Stil, wie ich bin, was? Aber dass ich deinen Mann umgebracht habe, das war schon dein Stil. Aber wir haben es zusammengetan. Wir beide. Wir gehören zusammen. Für immer. Ist das klar? Entschuldigung, wir wollten Sie nicht erschrecken. So? Ja, warum haben Sie dann nicht ordnungsgemäß klingelt? Das haben wir ja, aber Sie haben es nicht ordnungsgemäß gehört. Könnte ich mal Herrn Bannert sprechen? Der ist nicht da. Hey, was soll denn das? Wissen Sie, wo der ist und wann er wiederkommt? Wieso? Was wollen Sie denn von ihm? Kriminalpolizei, wir bräuchten eine Auskunft von Herrn Bannert, Frau... Feicht. Feicht. Hat er was angesteckt, der Bannert? Nichts, nichts. Es geht nur um ein paar Fragen. Er ist doch nicht verreist. Na, das ist nicht so viel, ich weiß. Aber ich hab ihn heute auch noch nicht gesehen. Ich glaub, der war noch gar nicht in seinem Bett. Jesus, wie spät ist denn? Es ist... 11:55. Ha! Jeden Moment kann die Müllabfuhr kommen. Ich halte das nicht mehr aus, in diesem Haus. Lauter Renate Assenos. Ja, die mondäne Frau. Das ist sein Idol. Ich habe als 16-Jähriger immer davon geträumt, einmal die Dietrich oder die Garbo kennenzulernen. Jetzt ist es zu spät. In jedem Fall? Ja. Wieso? Ach so, ja. Also auf den Herrn Bannert brauchst du nicht mehr warten. Wieso? Wie ich drunten war, da ist er dahergeschnupft gekommen. Nach Alkohol hat er gestunken und das am hellen Mittag. Ich habe ihm gesagt, dass zwei Herren von der Kripo da sind. Und er soll sich wenigstens einmal die Zähne putzen, bevor er mit ihnen redet. Aber da hat er auf den Absatz kehrt gemacht und ist davor. Und dann hat er noch gesagt, ich soll nicht sagen, dass er da war. Ja, warum sagen Sie uns da trotzdem? Ja, weil ich denke, dann sagen Sie mir, was er verbrochen hat, der hat einen Lump. Den mögen Sie wohl nicht, was? Gewiss nicht. Aber meine Tochter, die hat einen Mengen, den Hurenbock, den Elendigen. Ja, was ist? Hat er was angestellt? Und das wissen wir noch nicht. Wiedersehen, Frau Feucht. Feucht! Keine Ahnung, was Sie wollten. Jetzt reg dich nicht auf. Ich wollte Ihnen in meinem Zustand nicht begegnen. Ich war gerade nicht in der richtigen Verfassung für Herrn Köster. Aber ich sag dir doch, er weiß nicht, dass ich schon im Haus war. Das habe ich dem alten Putzlauf eingeschärft und gleich darauf sind Sie auch wieder gegangen. Gut. Geh vorsichtshalber nicht mehr in deine Wohnung, bis es dir wieder besser geht. Ja, ich denke mir schon was aus. Ruf mich heute Nachmittag wieder an. Der Herr von der Polizei ist wieder da. Guten Tag, meine Frau. Guten Tag, Herr Köster. Möchten Sie einen Kaffee? Ach, gern. Ich habe so gut wie nicht geschlafen gestern Nacht. Machst du uns einen Kaffee leer? Oder nein, warte. Ich mach schon selber. Du bist doch in die Stadt. Dankeschön. Bitte? Was raubt Ihnen denn den Nachtschlaf, Herr Köster? Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ach, wissen Sie, ich komme einfach nicht von diesem merkwürdigen Herrn Bannert los. Bannert? Ach so, ja, der. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, aber ich habe den Namen von meinem Mann nie gehört. Auf jeden Fall hat er Angst. Ich wollte mich heute mit ihm unterhalten, aber der ist ausgerissen. Obwohl zurzeit nicht das Geringste gegen ihn vorliegt.
Vielleicht eine Reflexbewegung. Wie eine Katze, die auf den Baum springt. Auch bei harmlosen Hunden. Auf jeden Fall gibt mir sein merkwürdiges Benehmen die Möglichkeit, einen Haussuchungsbefehl gegen ihn zu erwirken. Vielleicht finde ich da was. Milch und Zucker? Weder noch. Ach, das hätte ich ja beinahe vergessen. Die habe ich Ihnen wieder mitgebracht. Der Inhalt war für uns leider völlig unergiebig. Ja, was hatten Sie sich denn erhofft? Telefonnummern, Notizzettel, Adressen, aber wir haben nichts von Belang gefunden. Außer Ihren Fingerabdrücken. Na und? Tja, wo sind die Ihres Mannes geblieben? Ich verstehe. Sie haben soeben indirekt einen ziemlich massiven Verdacht ausgesprochen. Sie meinen, ich hätte Kontakt mit dem Täter, ja? Ich meine gar nichts. Ich versuche nur manchmal logisch zu denken. Wer hat denn die Brieftasche abgewischt? Herr Lea, mein Mädchen natürlich. Sie ist eine ausgesprochene Abstaubfanatikerin. Die Brieftasche lag auf meinem Sekretär. Ich habe sie dorthin gelegt, damit ich sie nicht vergesse beim Weggehen. Und Lea lässt nichts aus. Wenn sie erst mal das Staubtuch in der Hand hat. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Da kann ich mich nicht. Ja, aber Sie wollten doch Kaffee trinken. Den lieber nicht. Passiert mir auch, wenn ich nervös bin. Wiederschauen, Frau Assenau. Schauen Sie sich das an. Zwielicht um Renate. Polizei schließt Liebestragödie nicht aus. Warum musste Rolf Assenau sterben? Das Geheimnis der schönen Witwe. Aber ich habe mich offiziell doch überhaupt nicht geäußert. Ich habe gesagt, dass ich nichts weiß. Ja, nun regen Sie sich doch ab. Ach, das ist doch wahr. Ich habe eine Spur und ich habe keine. Es ist, als ob ich im Schnee einen Fußabdruck sehe. Aber nur einen. Einen Abdruck. Der Fußabdruck auf dem WC-Deckel im Bad. Der Fußabdruck auf dem WC-Deckel? Bitte verständigen Sie den Staatsanwalt. Ich benötige einen Haussuchungsbefehl für die Wohnung vom Banner. Ist dir auch sicher niemand gefolgt? Das hätte ich ja merken müssen, in dieser Gegend. Du hast denn dein Gaul gelassen? Angebunden. Gras dort drüben auf der kleinen Lichtung. Fahr weiter. Wohin? Heute ist Sonnenwind. Ich weiß einen Platz mit einem wunderschönen Blick auf die Vorberge. Dort brennen überall Feuer. Offen gestanden, die Feuer auf den Vorbergen interessieren mich weniger. In der Nähe ist ein Wochenendhaus. Von Freunden. Ich habe den Schlüssel. Das hört sich schon besser an. Ich sehe sie nicht, deine Feuer auf den Vorgebirgen. Nicht eines sehe ich. Wenn's dunkel ist, siehst du sie überall. Vom Herzogstand bis rüber zu den Tegernseer Bergen. Ich komme jedes Jahr hierher, am Johannesabend. Wenn's dunkel ist, bin ich blau. Und du auch. Nicht zu blau, ne? Gerade richtig. Verdammt starkes Zeug. Ich habe noch nie so einen starken Whisky getrunken. Das Irische. Den besten, den ich auftreiben konnte. So, meine Herren, danke schön. Ich gebe Ihnen den Schlüssel, wenn wir fertig sind. Ein Glück, dass sie noch nicht geputzt hat, wie wir heute Vormittag da waren. Da war eine Fußspur im Klolegel. Jetzt ist sie weg. Guck mal da oben in dem Kasten nach, ob da was drin ist. Na, siehst du wohl. Mach mal auf. Ja. Haben Sie gewusst, dass da was drin ist? Nee, woher denn? Aber wenn jemand auf den Klodeckel steigt, will er entweder oben was reparieren oder was verstecken. Wenn ein Typ wie Bannert was verstecken will, dann ist das doch für uns bestimmt interessant. Leg das mal ein, du kannst das besser.
Passen Sie auf, es läuft planmäßig. Wir tippen auf einen Spinner, der mit dem Quatsch aufhört, sobald er merkt, dass die Polizei im Spiel ist. Sie rufen noch einmal an. Heute Nacht. Ganz kurz. 12:30. Ist es nicht ein bisschen zu dunkel zum Reiten? Guten Abend. Ich wollte auch schon längst zurück sein, aber mein Pferd fing an zu lahmen. Ich musste absitzen und es zu Fuß heimführen, bis in den Stall. Und was führt Sie jetzt noch hierher? Das da. Würden Sie bitte mal zuhören. Es ist soweit. Die haben Entwarnung gegeben. Wir haben am Freitagabend ein Sommerfest in der Tanzschule. Die letzten Gäste werden um 2 gehen. Das Personal etwas später. Ab 3 Uhr dann... Moment mal. Ja? Wenn jemand durch den Hof kommt? Ach, ausgeschlossen. Ich lasse alle vorne raus. Ich komme kurz nach 3 mit ihr wie üblich durch die Hintertür in den Hof. Wir gehen nebeneinander auf den BMW zu. Sie müssen schießen, solange wir noch nebeneinander sind. Das ist wichtig, verstehen Sie? Na klar, es muss ja aussehen, als ob es Ihnen gegolten hätte. Aber die Schüsse, ich meine, ein Schalldämpfer schluckt auch nicht alles. Freitagnacht kommt von der Straße her immer noch Krach. Und die meisten Schlafzimmer gehen nicht auf den Hof. Gut. Und wie kriege ich mein Geld? Wie das erste Mal. Schließfach. Wo haben Sie das her? Gefunden. In Bannerts Wohnung. Auf dem Klo. Haben Sie ihn verhaftet? Nein, der ist weg. Wir suchen ihn. Das ist verrückt. Es fragt sich nur, was ist verrückter? Dass Ihr Mann Sie umbringen lassen wollte durch einen gekauften Mörder? Oder dass dieser Mörder dann nicht Sie, sondern seinen Auftraggeber erledigte? Sie sind eine starke Persönlichkeit, Frau Assenau. Im Gegensatz zu Ihrem Mann. Er war austauschbar. Aber einmal wollte er wahrscheinlich jemand sein. Einmal wollte er stark sein. Und das konnte sich nur vorstellen, indem er sie zu nichts machte, vernichtete. Und so entstand dieser heimtückische, gemeine Plan. Aber dann, was ist dann passiert? Zwischen Plan und Ausführung muss doch etwas geschehen sein. Warum hat Bannert umdisponiert? Das müssen Sie Bannert fragen. Wenn er Sie nur schonen wollte, hätte er doch Ihren Mann nicht umzubringen brauchen. Da gibt es doch eine Erklärung. Er wollte Sie nicht nur schonen, er wollte Sie besitzen. Und da war Ihr Mann im Weg. Das ist doch absurd. Oder er ist wahnsinnig. Ein Psychopath, der den Ehemann abschießt wie ein Karnickel. Noch bevor er weiß, ob er bei der Frau überhaupt eine Chance hat. Hat er das wirklich nicht gewusst? Jetzt ist aber Schluss. Sie unterstellen mir, dass ich ein Verhältnis habe mit dem Mörder meines Mannes. Erheben unglaubliche Anschuldigungen, anstatt Bannert zu fassen.
Bevor Sie den nicht verhört haben, sollten Sie etwas zurückhaltender sein mit derartigen Hirngespinsten. Und jetzt gehen Sie. Ja? Für Sie. Ja? Heim. Was? Wo? Ja, ich verstehe. Sichern Sie alles ab, ich komme hin. Ja. Den Ballard können wir nicht mehr fragen, der ist tot. Verbrannt. Aber sein Wagen wurde identifiziert. Was ist denn passiert? Ja, was ist passiert? Sie werden erklären müssen, wo Sie zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr waren. Sie werden beschreiben, wo Sie geritten sind, sicher Kilometer weit entfernt von dem Steinbruch, in den Ballards Wagen gefallen ist. Und das Gegenteil wird schwer zu beweisen sein. Sicher war er Ihnen nicht unsympathisch. Aber er war ein Risiko für Sie. Heute Nachmittag, als ich Ihnen sagte, dass ich Ballards Wohnung durchsuchen würde, das war sein Todesurteil. Denn Sie wussten, wenn ich diese Kassette finden würde, dann müsste ich ihn verhaften. Und das konnten Sie nicht dulden. Deshalb musste er weg. Eine Theorie, nichts weiter. Ja, ich glaube, dass Sie schuldig sind. Aber ich kann es nicht beweisen. Ich kann Sie nicht mal verhaften. Kein Richter würde das dulden. Aber irgendwann sehen wir uns wieder, Frau Assenau. Irgendwann. Ich bin da. Thank you.